Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends, ein Gameplay zu den T7 Zerstörer der Japaner, die Kakwero. Jo, zur Kakwero ist auch ein reines Torpedoschiffchen und auch ein sehr interessantes, macht verdammt gut Damage dieses Teil. Ich würde jetzt mal ein bisschen auf die Mods eingehen, wo ich eingebaut habe, auf die Werte des Schiffs und auch auf den Kapitän und am Ende noch ein Gameplay hinten ranhängen, um noch ein paar Erklärungen zu machen. So, ich würde sagen, wir fangen an. Als Mod habe ich eingebaut Zielsystem Mod Nummer 1. Links unten wieder die Werte. Ihr könnt noch einbauen Hauptbatterie Mod Nummer 2. Als zweites habe ich eingebaut Steuergetriebe Mod Nummer 2, um einfacher anderen Torps auszuweichen oder allgemein um eine bessere Ruderstellzeit zu bekommen. Ihr könnt noch einbauen Antrieb Mod Nummer 2 oder Schadensbegrenzungssystem Mod Nummer 2. Als drittes habe ich eingebaut Tarnungssystem Mod Nummer 1. Ihr könnt noch einbauen Steuergetriebe Mod Nummer 3 oder Zielerfassungssystem. Als nächstes habe ich eingebaut Torpedowerfer Mod Nummer 3. Ihr könnt noch einbauen Feuerleitanlage oder Hauptbatterie Mod Nummer 3. Hier hinten wieder wichtige Mods, die auf jeden Fall eingebaut werden müssen. Egal, ob es eine Verschlechterung gibt bei den Werten, wenn ich das jetzt zum Beispiel ausbaue. Habt ihr zwar eine höhere Nachladezeit und Torpedoerkennbarkeit zu See, aber dafür mehr Schaden und mehr Torpedogeschwindigkeit. Zur Ausrüstung, wir haben einmal Sprenggranaten, panzerbrechende Granaten und Torpedos. Als Verbrauchsmaterial haben wir hier Schadensbegrenzungssystem, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 5 Sekunden, Ladezeit 40 Sekunden. Die Anzahl des Verbrauchsmaterials ist unbegrenzt. Als nächstes haben wir einmal den Torpedo-Nachladebeschleuniger drinne. Ladezeit der Torpedowerfer 8 Sekunden. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 1 Sekunde und die Ladezeit 360 Sekunden. Anzahl des Verbrauchsmaterials 1. Ihr habt aber hier noch zur Auswahl einmal die Smoke-Wolke, also Nebelerzeuger, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 20 Sekunden, Dauer der Nebelwand 89 Sekunden und Ladezeit 240 Sekunden. Anzahl des Verbrauchsmaterials 2. Ich habe mich einfach für Nachladebeschleuniger entschieden. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin, sage ich mal, schon so ein bisschen erfahrener Spieler, was das angeht für Anfänger oder die halt frisch mit der Kakwero anfangen oder mit World of Warships Legends, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit Nebelerzeuger, wenn ihr dann die Kakwero öfter gespielt habt und genau wisst, was ihr macht, dann auf jeden Fall ist zu empfehlen, den Nachladebeschleuniger reinzubauen. Habt ihr einmal eine Salve mehr von den Torpedos, was eigentlich auf jeden Fall ziemlich nice ist. Als nächstes haben wir Motorboost, Höchstgeschwindigkeit plus 8%, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 132 Sekunden, Ladezeit 162 Sekunden, Anzahl des Verbrauchsmaterials 3. Hier haben wir Gefechtsbooster, wenn ihr leveln tut euer Schiff oder wenn ihr einmal am Tag den Sieg einfahrt und ihr die grüne globale Erfahrungspunkte maximal haben wollt, dann auf jeden Fall die Stufe 3 Booster reinbauen. Ansonsten würde ich da gar nichts reinbauen, außer halt ihr tut halt kleinere Schiffe hochleveln und ihr habt genug Booster. Das sind Gefechtsbooster, da ist auf jeden Fall bei den Zerstörern zu empfehlen. Vor allen Dingen bei den Japanern würde ich nur bis Stufe 2 gehen. Maximales Bewegungsgeschwindigkeit plus 3%, Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien minus 5%. Also Stufe 3, wo ihr eine Reichweite der Hauptbatterie bekommt, würde ich tatsächlich nicht nehmen. Ja, das dazu. Hier unten Tarnungen. Auch zu den Tarnungen habe ich ein Gameplay gemacht.
Schaut's euch an. Da könnt ihr euch über diese Tarnungen, wie das funktioniert, informieren. Hier unten habt ihr die Flagge. Da könnt ihr euch so eine Flagge draufkleben, die keinen Einfluss hat auf irgendwelche Werte. Es ist einfach nur das Aussehen. Zu den Werten: Überleben hat sie 24 Punkte, Trefferpunkte 13.970, eine Panzerung von 6 bis 20 mm. Artillerie, Hauptbatterie, Artillerie hat sie 25 Punkte, Hauptbatterie 3x227 mm, eine Feuerreichweite von 9,9 km. Ladezeit 7,5 Sekunden, Dauer für 180 Grad Kehre 15 Sekunden. Sprenggranaten Höchstschaden 1800, Brandwahrscheinlichkeit 7%. AP-Granaten Höchstschaden 2200. Torpedos hat sie 38 Punkte, 2x4, 610 mm, Ladezeit 81,8 Sekunden, Dauer für 180 Grad Kehre 6 Sekunden. Der Höchstschaden beträgt 21.648. Torpedoerkennbarkeit zu See 1,6 km, Torpedoreichweite 10,8 km und Torpedogeschwindigkeit 71 Knoten. Manövrierbarkeit hat sie 84 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 36,4 Knoten, Wenderadius 640 Meter und eine Ruderstellzeit von 2,1 Sekunden. Tarnung hat sie 99 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 5,1 km, Erkennbarkeit zu Luft 2,6 km, garantierte Erkennbarkeitsreichweite 2 km, Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 2,5 km. Zur Übersicht: Dank guter Verborgenheit kann das Schiff unentdeckt anschleichen. Großer Ertrag, überdurchschnittlicher Torpedoschaden. Pyromane, überdurchschnittliche Brandchance mit Sprenggranaten. Dank einer guten Ausgeglichenheit ihrer wichtigsten Eigenschaften war die Calquero das erfolgreichste Zerstörermodell in der kaiserlichen japanischen Marine. Sie hatte sauerstoffgetriebene Höchstgeschwindigkeitstorpedos mit extremer Reichweite, durch die sie alle Schiffen ihres Types in Sachen Torpedobewaffnung deutlich überlegen war. In Dienst gestellt 1939, Schiffe in einer Serie 19. So, dann gehen wir auch schon zum Kapitän. Da habe ich wieder Reisei Tanaka drauf. Er hat die Basisfähigkeit Rumpfbrecher als Inspiration. Da habe ich die Atago-Kapitänin, um die Reaktionszeit meines Gegners einfach zu verkürzen. Als zweite Inspiration habe ich Erich Bey, um meine Verborgenheit ein bisschen weiter runterzudrücken. Erstes Talent habe ich Unterwasserprojekt, zweites zerbrechliche Bedrohung, als drittes Torpedo Safari, als viertes zerstören oder zerstört werden und als Legendenfähigkeit ich will Tempo. Jo, das zu meinen T7 Caquero-Zerstörer. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem und ich würde sagen, wir gehen ins Gameplay und gucken uns ihn mal an. Jo, da sind wir mit der Caquero. Gehen wir mal gucken. Erstmal machen wir schön langsam, gucken wir mal, was wir aufmachen. Erstmal Lucky Lucky machen. Ihr seht, ich spiele ohne Nebelwand. Das heißt, ich habe einmal Reparaturmannschaft dabei, Nachladebooster einmal und mein Motorboost. Und ihr könnt halt Nachladebooster austauschen mit Nebelwand, wenn ihr halt der Meinung seid, ihr möchtet mit Nebelwand spielen. Ich selber spiele, wie gesagt, mit dem Nachladebooster. Wenn man, sag ich mal, ein bisschen erfahrener ist mit dem Ganzen, dann kann man das so ein bisschen austauschen und kann tatsächlich den Nachladebooster reinbauen. Und es kommt tatsächlich ein Stück auf die Spielweise drauf an, weil ihr müsst euch jetzt wirklich tatsächlich
Es soll auch sein, dass ihr keine Nebelwand dabei habt und ihr könnt euch nicht mal irgendwie verstecken und könnt sagen, ich gehe jetzt in meine Nebelwand und habe einen Schutz. Also ihr habt jetzt tatsächlich keinen Schutz und spielt jetzt zu 100% nur mit eurer Reichweite von euren Torpedos und müsst da jetzt tatsächlich drauf achten, dass ihr nicht aufgeht. Oder beziehungsweise, wenn ihr aufgeht, müsst ihr ein bisschen mit eurem Schiff spielen und mit euren Hindern, den Hindern am besten hinzeigen, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf den Zerstörer schießt. Den Hindern zeigen und dann schön ausweichen. Na, das wird jetzt hier, wird tatsächlich schon eine kleine Herausforderung gegen den Zerstörer, weil er spielt mit Nebelwand. Er hat sie ja jetzt natürlich auch benutzt. Das heißt, wir schmeißen da auf jeden Fall ein paar Torps rein. In der Hoffnung, dass wir ihn rausturben. Aber beim ersten haben wir ihn auf jeden Fall schon mal nicht getroffen. Müssen wir mal gucken. Wäre nice, wenn die jetzt die York da wegmachen. Setzen wir mal nochmal an und vielleicht können wir da den jetzt raustoben, aber die York ist gleich weg. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Schmeißen wir noch zwei Fächer rein und holen uns die York, dass die weg ist. Die hat nicht mehr viel. Ah, okay. So, da ist die Akatsuki. Da können wir auf jeden Fall drauf schießen. Weil die Torps eh dran vorbeigehen. Es ist kein Kreuzer weiter in Sicht, der auf uns mitgehen könnte. Deswegen können wir da ruhig drauf gehen. Da müsst ihr halt auch aufpassen, wenn ihr auf den gegnerischen Zerstörer geht, ob Kreuzer in der Nähe sind, die euch mit anvisieren können und auf euch drauf gehen können. So. Okay, der ist weg. Da kommen die Torps. Einmal abbremsen. Kurz und wieder Vollgas geben und nach rechts ziehen. Da kommt die Amagi. Schmeißen wir jetzt ein paar Torps hin. Na, er dreht ab. Wir fahren jetzt auf jeden Fall Richtung Mitte. Und fahren ein Stück weiter nach hinten. Weil die Amagi, die dreht ab, da fahren wir jetzt auch nicht hinterher. Das wäre volle Zeitverschwendung, da ein Schiff hinterher zu schippern. Wie gesagt, wenn ihr mit Nebelwand spielt, also für einen Anfang würde ich tatsächlich jedem empfehlen, mit Nebelwand zu spielen. Wenn man sich dann ein bisschen eingespielt hat mit der Kaquera, könnt ihr auf jeden Fall den Nachladebooster einbauen. Wenn ihr dann wisst, wie ihr mit diesem Nachladebooster arbeitet oder halt einfach auch so sagt, ich möchte eher mit Nebelwand spielen, dann spielt ihr halt eben mit Nebelwand. Der eine oder andere würde ja vielleicht jetzt sagen, warum macht denn der nicht die Zerstörer? Weil, wenn ich jetzt mit der Kakwero Zerstörer machen würde, könnte es passieren, dass ich mich selber opfer, indem ich einfach, weil sie ist eigentlich, also sie ist nicht auf jeden Fall für Zerstörer gemacht. Na, das ist eher den Amis ihre Aufgabe oder manche von den Deutschen können das machen, britische.
Die haben eigentlich mehr Power und haben halt auch Sonar, wo die halt auch noch die Torpedos aufmachen können. Die Japaner sind eher dazu da, um Schiffe zu turben, um große Fächer zu veranstalten, um Torps überall auszusetzen. Wir haben auch jetzt noch nicht so viel Schaden, aber das macht nichts, weil wir wollen ja hier winnen. Schaden kommt, sag ich mal, kommt alles mit der Zeit. Keine Hektik machen. Ihr könnt so schnell, könnt ihr Schaden machen, indem ihr halt dann Torps treffen tut. Also, jetzt sehen wir auch, der Zerstörer ist platt. Da haben wir noch eine Nelson. Wir spielen 100% auf Siegesrate. Wir wollen gewinnen. Wir wollen gewinnen. So, da ist der Tag. Ja, da können wir drauf schießen. Die können wir uns mal holen. Nicht mehr viel. Und da ist er weg. Haben wir wieder ein Schiff weniger. Nehmen wir hier den Spot ein. Da kommt doch die Kneisenau. Okay, sie kommt nicht mehr, sie ist weg. Haben wir noch die Bismarck. Die kommt jetzt hier rein, da können wir gleich mal ein paar Drops hinschmeißen. Das sieht eigentlich ganz gut aus gerade. Das könnten wir tatsächlich noch gewinnen. Ist die Amagi, die fährt bestimmt erstmal eine Runde auf Kreuzfahrt unterwegs. Okay, sie dreht jetzt ein. Da haben wir noch die Helena. Sie kriegt ein Torp. Und er macht gleich mal 16.000 Schaden. Sehr schön. Und der Turm muss er gleich nochmal. Ein kleines bisschen versetzen, dass wir die Lücke ausfüllen. Es wird noch mal knapp. 4-4. Gegner hat Vorteil bei die Punkte. So. Wie gesagt, immer schön mit eurer Reichweite spielen, mit eurer Verborgenheit. Ihr habt genug. Da ist die Bismarck down. Ihr seht, wir hatten am Anfang nicht viel Schaden. Jetzt haben wir tatsächlich schon 57.000 Schaden. Das geht eigentlich so schnell, also. So, die Helena weg, da kommt doch die Nelson. Beim Nachladebooster, wie gesagt, ihr könnt den Kapitän, wo ich hier drauf habe, könnt ihr reinmachen, oder den Kapitän, wo ihr zwei Nachladebooster habt. Aber ich würde euch tatsächlich empfehlen, den reinzumachen, wo ich habe, weil er halt einfach mehr Schaden macht und ich sag mal so, es reicht eigentlich ein Nachladebooster auf jeden Fall aus, um ihn richtig einzusetzen in der gewissen Situation. Wenn ihr zwei Nachladebooster reindrückt, also wenn ihr einen anmacht und die Torps machen so viel Schaden, da braucht ihr eigentlich nicht noch ein Nachlade, also ihr braucht für ein Schiff eigentlich keinen Nachladebooster zu benutzen.
Ja, guckt mal, das waren jetzt drei Torps, die hatte das Ding voll weggeräumelt. Es wird tatsächlich jetzt, sieht bis jetzt ganz gut aus. Wir könnten das Ding auf jeden Fall gewinnen. Wir haben 600 Punkte Vorsprung. Noch ein gegnerisches Schiff. Mal gucken, wo der ist. Mal gucken. Ich glaube, das war die Amagi, wenn ich mich nicht täusche. Er kommt hier hinten lang. Ach so, weil da hinten noch ein Schiff von uns ist, okay. Ja, also sind eins der chilligsten Zerstörer eigentlich, wo man einfach nur turben muss und nichts weiter anderes veranstalten muss. Wenn jemand Bock hat, mal mitzuzocken, einfach auf Twitch kommen, alles oder nichts, unterstrich TV, auch wenn die Clan Wars endlich kommen und wenn Clans kommen, ihr seid herzlich eingeladen, im Clan beizutreten. Und wenn es dann soweit ist, mir die Clan-Gefechte tatsächlich mitzumachen. Oder wenn ihr Fragen habt, auch seid ihr herzlichst eingeladen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit World of Warships Legends und viel Spaß mit den japanischen Zerstörern. Wenn es dazu, wie gesagt, noch Fragen gibt, entweder ihr kommt auf Twitch, schreibt es unter dem Gameplay unten drunter. Und dann können wir da gern drüber schnacken. Ansonsten, immer schön brav schubbern. Habt Spaß vor allen Dingen, ist ganz wichtig. Jetzt noch der Kreuz rausgenommen wird, ist hier. Weiß nicht, warum die da jetzt noch schießen und nicht einfach abhauen. Weil er unbedingt den noch haben will, aber mit seinem Kreuzer kann er das eigentlich schon knicken. Der kriegt eigene Salve von der Amagi, da ist er raus. Ich will jetzt auch nichts hier noch irgendwie riskieren. Und er geht da raus. Ja, moin. Jo, wie gesagt, kommt auf Twitch, alles oder nix, unterstrich TV. Ich bin raus. Tschö mit Ö, euer Winnie und viel Spaß in World of Warships Legends. Tschüss.